Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Und wir sind hier. Und müssen irgendwas aktivieren. Steintafeln stand in der letzten Folge da. Gucken wir gleich mal. Aber vorher natürlich noch meine Kistensucht. Muss am Anfang der Folge sein, dass meine Kistensucht befriedigt wird. Von daher machen wir das jetzt. Okay, also es geht hier irgendwie um Steintafeln. Also die da drin, würde ich ja irgendwie sagen. Naja. Ich würde sagen, wir müssen erstmal irgendwie da hochkommen. So, bevor wir da hochkommen, müssen wir erstmal hier unsere Lampe auffüllen, weil die ist bald leer. So, hier geht's doch hoch. Guck doch mal eine an. Ich denke mal, hier oben finden wir schon irgendwann die Antwort. Geht's hier hoch? Nope. Hier auch nicht. Nee. Ah, hier. Alles klar. So, so, so. So. Achso, wir können jetzt auch unsere Waffe wieder ändern, wurde uns angezeigt vorhin. Weil ich bin ganz ehrlich, also, man hat sich halt jetzt irgendwie ans Schwert gewöhnt, ne? Wir können die andere nachher mal ausrüsten, aber nicht, wenn wir jetzt ein Objective haben, was wir erfüllen sollen. Dann würde ich das ungern benutzen. Ein Schwert, ich mitten durch! Aufhören mit Stein zu werfen oder was? Wie undiszipliniert. So. Was einfach in diesen Kisten drin ist, unglaublich. So. Genau, ich weiß immer noch nicht so genau, wo diese sogenannten Dings sind, die ich da drücken soll, aber ich laufe einfach mal so ein bisschen höher. Höher ist immer gut, habe ich gehört. Das Ding können wir erst noch schnell holen. So. Hier rüber, darüber und dann hier hoch. Und dann darüber. Ah, hier ist ein Steinding zum Drücken. Okay. Dann kommen wir hier aber nur wieder runter, ne? Okay, da ist das andere wahrscheinlich da drüben. Da sind wir einfach vorbeigelaufen. Da ging es nämlich noch hoch an dem einen. Wahrscheinlich haben wir das einfach nur übersehen. Also hier und dann da. Und dann da geradeaus quasi weiter hoch und nicht nach links abbiegen. Hier. So. Ja. Und so. Ne, hier ist nichts. Strange. Nicht Lestrange, einfach nur Strange.
könnte denn noch so eine Steinplatte sein? Weil hier haben uns ja die Dings hingeführt, ne? Die Zeichen. Ah, auf dem Boden sind auch Zeichen. Ach, da unten ist eine, oder? Oder sehe ich das falsch? Aber nee, nicht hier runterspringen, das ist ein bisschen blöd. Nicht so hoch. Da ist noch eine, genau. Perfekt. Dann mal raus hier. Gut, Bürger? Grüßt euch alle. Wollen wir mal zu Leon. Mal gucken, wo er rumlungert. Gib mir das Manuskript. Weshalb? Es hat mit der Sache nichts zu tun, oder? Ich verlasse das Land. Dafür brauche ich es. Und unsere Zukunft? Ein Frankreich, wo sich alle umeinander kümmern? Werd endlich erwachsen. Vergiss Frankreich. Du bist allein. Was hat dich nur zu so einem Blödmann gemacht? Du kannst nichts tun. Du verstehst es einfach nicht. Du bist genau wie die. Condorcet-Manuskript. Der Marquis de Condorcet war ein großer Denker der Revolution. Er war ein mächtiger Girondist und Mitglied der Nationalversammlung. Als die Girondisten die Macht verloren, warf man ihm Verrat vor und er musste untertauchen. Im Jahr 1794 versuchte er aus Paris zu fliehen, doch er wurde geschnappt und 2 Tage später fand man ihn unter mysteriösen Umständen tot in seiner Zelle vor. Vielleicht wurde von jenen ermordet, die auf der Suche nach seinem letzten Manuskript waren, siehe unten. Das Manuskript, Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes des Marquis de Condorcet, das 1795 nach seinem Tod veröffentlicht wurde, war ein wichtiges Werk der Aufklärungsphilosophie. Es stellt kurz und bündig die Vorstellung dar, dass sich der Mensch durch Wissen zu einem perfekten Wesen entwickelt, dass man andere durch Bildung zu besseren, perfekteren Menschen machen könne. Dieser Mythos ist heute größtenteils widerlegt. Die Templer schätzen das Gedankengut der Aufklärung nicht sonderlich. Warum sollten sie auch? Es könnte zu einem schlechten Gewissen führen, wenn sie die Massen versklaven. Vermutlich haben sie Condorcet sogar selbst umbringen lassen. Stimmt. Freier Wille ist ja nicht gerade das, was die Templer anstreben, sagen wir es mal so. Um es diplomatisch auszudrücken. Ja. Jo. Dann weiter zur Mission. Vorsicht, Vorsicht, darf ich durch? Dankeschön, Dankeschön. Oh, da ist noch eins. Guten Abend. Ja, genau so, danke. Dass sie sich so schön hingestellt haben. Oh. Wieder ein anderer Bezirk. Mein Gott. Die wechseln hier ja auch wie die Unterhose. Hallo, mein Freund. Freude, Arno.
Das ist ganz der Verräter! Wie ihn eingekesselt. Du und ich rein. Gut. Jetzt aber zur Mission. Der Schatten der Vergangenheit. François? Geschlossen. Oh, jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Die ist tot. Arnaud, die ist tot. Warte! Elise! Halt! La Revolution sera le plus grand. J'espère qu'il n'est pas sujet au vert. Il n'a plus toute sa tête. De quoi peut-il s'agir? Wer bist du? Ich nahm doch nur ein paar Sous. Hier. Ach, Anno. Ich suchte nach euch, Monsieur. Leon ist wieder zu Hause. Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein, er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Hier, das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Madame Margot? Er ist hinter dem Waisenhaus. Arno ist einfach ein netter Kerl. Kann man nicht anders sagen. Conscience, crois-moi. Encore un disciple de Cagliostro chassant les démons. Kleiner Mann? Noch drei Tage, bis mein Schiff in See sticht. Jana, und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal, hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, moi aussi. Komm in mein Zimmer, sobald du die zwei hast. Oui, Monsieur. Kinder. Warum habe ich eigentlich immer so diese Waffe da? Das war Erinnerung 3. Okay. Spiel. Danke. Charakteranpassung. Ausrüstung. Warum habe ich eigentlich immer so diese Waffe? Wollte ich gerade fragen. Ich habe doch die extra genommen. Und dann wollte ich die kaufen. Oder die. Weiß ich noch nicht. Nee, die will ich kaufen. Ja. Die vergoldete Pistole. Aber jetzt noch nicht, weil jetzt habe ich erstmal keinen Händler hier und zweitens. Aber die andere hat mit so eine große Streuung. So, was soll ich jetzt machen hier? Die Notizen des Dom Priori. Auf den ersten Seiten sind drei Platten erwähnt. Von zweien hat sich Dom Priori die Fundorte notiert. Die dritte ist verschollen. Sie sind der Schlüssel, um das zu finden, was Napoleon so dringend in seinen Händen halten will. Dom Poyer
ist auch noch auf mehr gestoßen als nur die Platten. Abzuger, Architekt der Basilika und Bischof von Saint-Denis, erbaute diese Kirche auf den Überresten des Tempels von Saint-Denis, einem heiligen Ort, der, wie er behauptet, die Macht Gottes beherbergt. Suger schmiedete ein außergewöhnliches Schwert in Form eines Adlers und ließ es dann von jener Macht segnen, woraufhin es von einer wundersamen Kraft erfüllt wurde. Dom Poirier erwähnt ausschließend noch weitere Notizen, die er in einem kleinen Raum zwischen den beiden Türmen der Basilika aufbewahrte. Dann wollen wir doch mal zwischen die Türme der Basilika gehen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. So. Einfach so klar, würde ich sagen. War jetzt nicht schwer, das heraus zwischen den Zeilen herauszulesen. So wenige Zeilen, da gibt es quasi keinen dazwischen. So. Einmal kurz auffüllen. Danke. Wir können einfach trotzdem mal gucken. Komm, warum nicht? Ausrüstung. Ausstattung. Kopf. Ah, da habe ich auch schon den legendären, okay. Brust habe ich, glaube ich, ja. Ja. Unterarme, genau. Da wollte ich. Was nehmen wir denn da? Die sind besser fürs Schleichen. Fernkampf brauche ich nicht. Gesundheit fände ich ganz geil. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Schleichen gefällt mir eigentlich. Ja. Ich möchte die kaufen. Taille habe ich schon. Beine habe ich auch schon. Monturen könnte ich eine andere vielleicht anziehen. Dann habe ich eigentlich alles, außer die Waffe. Dann können wir uns die Waffe auch gleich noch holen. Pistolen. Die will ich. Perfekt. So, jetzt sind wir auch vollständig Elite. Ach ne, warte. Da fehlt wahrscheinlich noch das Ding, ne? Was haben wir denn als... Ne, warte mal. Ausrüstung? Waffen? Ist ja eigentlich egal, was für eine Guillotine-Flinte wir haben. Na gut, ist egal. So. Passt schon so. Wir wissen ja, dass wir jetzt überall gute Rüstung haben. Was das Spiel sagt, ist mir eigentlich Wurst. So. Warum wir da oben jetzt nicht Gold? Vielleicht wird es auch nie Gold da oben. Vielleicht ist es nur für die persönliche, für das persönliche Wohlbefinden oder so. Ja. Hier ist ja gar keine Wache mehr, oder? Aktuell. Ne, scheinbar nicht. Ein Auszug aus Dombriots Notizen. Suger war ein religiöser Mann, gewissenhaft bis zum Schluss, der sich mit den Geheimnissen von Francs Yard, einst Saint-Denis, bestens auskannte. Ich fand einen Teil seines Testaments, das seine Erben seit Jahrhunderten versteckt hielten. Nur eine Revolution konnte solche Geheimnisse zutage fördern. Seiten sind äußerst faszinierend. Suger behauptet darin, die Stadt sei geschützt durch die Macht eines alten Apparats, der von Gott gemacht sei, verschlossen mit Schlüsseln, die so versteckt sind, dass ein böser Mensch sie niemals fände, ein Gläubiger jedoch mit Leichtigkeit. Zunächst sind da die Platten, der Tempel von Saint-Denis ist damit versiegelt worden und Mönche wachten über sie. Während des Grabraubs kamen sie abhanden. Zwei der derzeitigen Besitzer von Sugers Schriftrollen konnte ich auswendig machen und ihr Inhalt führte mich zu den Platten. Die übrigen Schriftrollen enthüllen jedoch etwas anderes. Eine seit Jahrhunderten ungenutzte Kammer in der Basilika hat Gravuren an den Wänden, deren Bedeutung mir erst klar wurde, nachdem ich Sugers Notizen in der Bibliothek der Basilika fand. Die Gravuren sind der Schlüssel zu Sugers Adler, einem Schwert, welches der Mönch geschmiedet hat und in das Feuer unseres Herrn getaucht hat. Göttliche Symbole schützen es und nur Bußfertige sollen sie lesen können. Sie bleiben mir verborgen durch irgendein Geheimnis, mir bleibt womöglich nicht die Zeit, die Schriftrollen voll und ganz zu entschlüsseln, um sie aufzudecken. Die Basilika baute er mit Hilfe des architektonischen Wissens aus dem Inneren des Feuers, um das Schwert zu beschützen. Möge also der Mechanismus, der sein Geheimnis nun seit bereits 500 Jahren so gut bewahrt, auch weiterhin sein Werk verrichten, denn der Adler von Saint-Denis darf nicht dem Bösen in die Hände fallen. Le Renoir de Francia, Bürger von Francia, seid achtsam in einem düsteren Stunden. Achso, das ist nur die Zeitung, okay. Auf
Sygeskrifon sind über ganz Francia verteilt, zurückgelassen von ihren gottesfürchtigen Hütern, nachdem ihre Gemeinde aufgelöst wurden. Finden Sie die Schriftrollen und folgen Sie den Hinweisen zu Sygers Symbolen. Ist ein Symbol entdeckt, erscheint es auf der Turmwand. Sammeln Sie alle Symbole, um das Geheimnis Sygers Erbe zu lüften. Okay, ist das jetzt quasi unsere Quest? Nee. Bin gerade slightly verwirrt, aber ist egal. Auf den sollte ich acht geben. Ach, und werden uns jetzt zwei einfach gezeigt, oder? Warte mal. Ich glaube, zwei werden uns jetzt einfach gezeigt, weil die Story weitergehen soll, oder? Was zum Geier? Also ich weiß nicht, ob es darum geht, ob die Story weitergehen soll, aber... Ich denke mal, wenn man alle findet, kriegt man diese Waffe. Und wenn nicht, genau. Dann halt nicht. Wachen, starren, brüten, gehörnter unter Monstern auf dem Hause Gottes von unserem Ring umgeben. Mein unterwürfiger Blick. Bild. Oh. Mein unterwürfiger Blick auf den Außenposten des Herrn, die Reflexion des Sterns am höchsten Punkt von allen. Okay, das klingt eigentlich nach... Hier ist der Außenposten. War hier nicht mal ein Schnellreisepunkt? Oder bin ich gerade falsch? Vielleicht kann ich die auch in der Mission nicht benutzen. Kann durchaus sein. Komme ich jetzt hier wieder runter? Hier wahrscheinlich, ne? Unter anderem hier wahrscheinlich. So. Okay, ist also nicht so schlimm wie bei Nostradamus, dass man wirklich gar keinen Hinweis kriegt und keine Gebiete kriegt, wo die sein könnten. Fände ich auch ein bisschen, naja, was heißt ein bisschen unfair, nicht? Das ist ja eine, ist halt eine Story. Aber es ist halt schwer vielleicht für einige, nicht zugänglich. Also bei den Nostradamus muss man sich schon, wenn man jetzt nicht eine Lösung bemüht, sich sehr mit der Geschichte Frankreichs und den Orten und so auseinandersetzen. Was da in den Rätsel, in den vier Zeilern immer gemeint ist, ist teilweise schon ein bisschen schwer herauszufinden, finde ich. Aber gut. Ist ja jetzt hier, wie gesagt, nicht so. Nein! Nein, so nicht! So. Einmal kurz die looten. Und dann. Na, da ist doch ein Symbol. Das ist wahrscheinlich das Richtige. Was für ein komischer Kerl. Hey, komisch.
Ach Mist. Noch einer. Gott. Euch hat man dazu berichtet. Und zwar erst vor kurzem. Mich schüttelst du nicht ab, Bastard! Das ist heutzutage schon normal. Geh tief auf die Beine! So, ich weiß jetzt aber immer noch nicht, warum das Rätsel da nicht ist. Ich bin heute nicht an der Reihe. Mach dir nichts daraus. Gut gemacht, Fremder. Ein Tollwütiger und weniger. Ein passendes Ende. Ein Kadaver, Seigneur. Frankreich ist schon ein wenig sicherer. Oder soll ich da reingehen? Ein Kadaver, Seigneur. Papa sagte immer, dass die Kunst, was gut platzierter Stahl nicht lösen kann. Spiel. Ein weiterer da oben. Nee. Oder? Wir können es mal versuchen. Schlechter als hier ist es auch nicht. Von daher. Es leuchtet zumindest da oben irgendwas. Ob das jetzt das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall im Gebiet und es leuchtet. Das sind schon mal zwei gute Indizien eigentlich. Ja, ist richtig. Die Dame an den Toren in ihrer Reichweite wartet das Inferno. Unser Fluch, die Zahl des Teufels. Die Dame an den Toren. Moment. Wow. Da ist die Dame an den Toren. Was war das? Gut. Und dann das andere noch. Okay, dadurch, dass es so ein bisschen geführt ist, ist das eigentlich eine coole Mission. Aber ich glaube, die restlichen, wie gesagt, muss man dann wirklich, also die, wo man jetzt nicht für die Story braucht. Hey, komm sofort zurück! Die muss man im Zweifelsfall dann... Wie geht es dir? Extra spielen. Extra suchen, ohne solche Anleitungen wahrscheinlich. Wenn es noch welche gibt, weiß ich gar nicht. Könnte ich mir aber vorstellen. La Revolution ist doch nicht die einzige. Was geht aus? Ich sah mir Revolution über Felder und Sümpfe emporhagen, den Kreuze Gottes unbelebt in beider leichter Prise. Unbelebt in leichter Prise, es ist ziemlich klar, was das bedeutet. Die Windmühle, genau. Die Frage ist, ist das oben oder unten? Ich glaube, wir haben vorhin schon mal eins gesehen, oder? Da ist doch was. Ist das das Symbol? Ich glaube schon. Scheinbar nicht. Dann wohl doch oben. Seltsam. Wow. Verfluchter Royalist!
Warum ist immer nur, warum wird immer nur einer davon getroffen? Versteh's nicht. Was kann doch nur hier sein? Warum ist es das nicht? Ich will, dass es das jetzt ist. Sogar mein Controller vibriert hier. Hm. Seltsam. Ah. Da, Kreuz. Zeichen der Erhabenheit, starr selbst in Bewegung mit einer Form so rein, daran dein, sein Sohn entschlummert. Sohn so rein, daran die Bewegung erschlummerte, oder was? Gucken wir mal. Sei es Sankt Andreas oder der allmächtige Sohn, ich bin der, der erwählt die leuchtenden Sonnenformen. Das, was ich halt als Problem immer sehe bei solchen Sachen, bei solchen Rätseln, auch bei den Nostradamus, ist teilweise die Übersetzung. Also manchmal passt die Übersetzung auch nicht. Das, ich sage jetzt nicht, dass es hier der Fall ist, aber es kommt manchmal auf so einen kleinen Wortwitz oder so an, der auch von den Übersetzungsstudios manchmal nicht, nicht richtig beachtet wird. Aber gut. Genau, suchen Sie auf der Karte nach Schriftrollensymbolen, um sie zu lösen. Exakt. So wie ich es gedacht habe. Also man kann da noch wesentlich mehr machen. Muss man aber nicht. Gibt's halt eine besondere Belohnung dafür, im Endeffekt. Jo. Oh, da ist sogar noch eine Kiste, die wir noch nicht haben. Wir haben wohl die falschen Insassen befreit. So. Ah, ist nur eine einer Chest. Lohnt sich ja gar nicht. Oh, wir sind unsichtbar. Auch nicht schlecht. Gut. Halt! Bleib da stehen! Ich wusste es. Komm her, du Wicht. Ich habe eine blutige Nachricht für dich. Jetzt mal ganz, also ich meine, ich bin jetzt auch kein Psychologe oder so, aber wer bleibt stehen, wenn jemand sagt, bleib stehen, du Wicht, ich habe eine blutige Nachricht für dich. Wer bleibt da stehen? Würdet ihr da stehen bleiben? Ich weiß nicht. Ich frage mich das immer, wenn die mich so anschreien damit. So nach dem Motto, hey, komm her, zurück. Ich will dich ja nur totschlagen. Also, warum läufst du nicht und verbesserst dadurch deine Chance, dass ich dich nicht totschlagen kann? Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass er einen totschlagen kann. So. Aber genug Totschlag. Kommen wir zurück zu unserem neuen Freund. Leon. Leon? En garde! Ein Chakram aus Indien. So ein gerissener Dieb. Ich hab die beiden anderen gefunden. Und was passiert nun? Keine Ahnung, sag du's mir. Ein Licht gegen die Dunkelheit. Verschwinde, das ist geheim. Warte. Sieh mal. Eine Karte der Höhlen. Das sehe ich mir selbst an. Du bleibst hier. Oh, merd. Leon. Als ob der da bleibt. Ganz bestimmt, so sieht er schon aus. Geht weiter, Bürger. Ihr steht nicht auf der Gästeliste. Sperrgebiet. Ich hasse es. Also ein bisschen nervig ist es schon, dass dann diese kleinen Sperrgebiete auch noch aktiv bleiben, wenn du das schon geräumt hast.
Aber ansonsten. Wir müssen schon wieder da runter, ne? Wo wir vorhin schon runter sind. Also location-technisch ist es schon recht erschöpfend. Alles, aber gut. Müssen wir da wieder in der Kirche? Ist das, ja, ist der gleiche. Aha. Naja. Müssen wir das halt machen. Wer bin ich, das zu kritisieren? Weiß nicht, sind immer noch so viele Leute drin? Also nicht mehr. Hier oben sind noch genauso viele Leute wie damals. Aber es gibt gerade noch gar keine Bonusmission oder sowas, oder? Also jetzt irgendwie nicht sehen lassen oder nicht den Kämpfe verwickeln. Punkt, Punkt, Punkt. Das Übliche halt. Noch nicht gesehen bis jetzt. Ah, hier geht's rein noch. Aber recht limitiert hier irgendwie die Möglichkeit runterzukommen. Aber hier ist doch gar niemand. Also der Typ da. Ah, da unten läuft noch einer. Okay, die beiden sind hier. Warum ist das hier. Warum kommt hier nicht mal irgendwie eine Leine wenigstens oder so? Nach drüben. Hm. Ja, warte mal. So, nein. So. Genau. Gut. Guten Abend. Das ist meins. Was hast du genommen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass jetzt hier plötzlich Leute sind. Stirbst du! Es ist blöd, dass das nicht schießt, während man. Also, es dauert immer ein bisschen, bis er dann wirklich schießt. Naja. Bist du jetzt der beste Einbrecher oder nicht? Los, wähl eins. Der Kommandeur will, dass wir warten. Will noch jemand warten? Mein Leben! Tötet mich nicht! Mach ich doch gar nicht, beruhig dich jetzt wieder. Ach, in die Räume schleichen. So weit können wir leider nicht schießen. Ach komm.
Du verdammt langsam! Noch ein Opfer! Oh, wir sind leer. Halt! Ich lehe euch an, du hast dich dreckig gemacht. Tötet mich nicht. Meine Klinge dürstet nach Blut. Ich bring dich um. Kämpf! So, scheißegal jetzt, was hier los ist. Riecht mich auf, sowas. Ich bin extra dahin und wollte langsam mich runterhangeln und an den einfach vorbei in dieses Loch. Aber nein, das geht natürlich nicht. Warum auch, Spiel? Warum sollte das möglich sein? Quatsch. Schwachsinn. Was? Oh, ich kann Bock mehr lang auf euch. Du bist der Nächste. Kann ich dir helfen? Warum die jetzt plötzlich noch so eine große Kampfmoral? Komm doch! So. Jetzt dürften aber alle tot sein. Gut, dann vielleicht jetzt, Spiel. Danke, zu freundlich. Geschafft. Ach so, ja, kann man ja einfach gucken da hinten, ne? Aber es sieht mir so schlecht, ich sehe es gerade echt schlecht. Das ist ein Reiter. Mit Bogen, oder? What the fuck? Nee, es zählt schon nicht. Mm-mm. Ich verstehe halt auch nicht, was da hinten das Rätsel sein soll. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie. Ich erkenne die Leute auch so schlecht. Soll das so ein Memory sein?
Okay, es muss mit dem losgehen und mit dem enden. So viel habe ich jetzt vorausverstanden. Okay, also hiermit geht's los. Dann geht's hiermit weiter. Dann geht's hiermit weiter. Und dann geht's hiermit weiter. Jetzt habe ich es verstanden. Flieht, wenn ihr das Leben liebt! Gut, das Schleichen ist mittlerweile obligatorisch, glaube ich. Oder ist noch einer am Versuchen? Sorry. Geschlossene Gesellschaft. So, das ist wieder ein anderes Quiz. Da gucken wir mal, was wir hier jetzt machen müssen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, was die meinen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so umgesetzt ist. Genau, die sehen jetzt wahrscheinlich... Ah, ne. Doch. Sehen jetzt alle aus. Also wenn man das Kreuz macht, fängt man ja oben an. Im Namen des Vaters, dann geht man zu der einen Seite und dann zur anderen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal oben anfangen. So. Im Namen des Vaters. Jetzt weiß ich, geht mir erst nach rechts oder nach links? Ja, anscheinend ist das richtig, sonst wäre ich schon ausgegangen. Halt. So. So. Heiligen Geistes. Ne, das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Oder muss man das gar nicht so machen, wie dies? Also nicht die richtige Abfolge, sondern nur die richtigen Hohlbecken quasi, dass es ein Kreuz ergibt. Gucken wir mal. Ja, also es muss nur ein Kreuz sein, okay. Der Geist des Königs! Lauf! Der Geist? Was für ein Apparat ist das? Es ist aus Licht gemacht, genau wie die Karte. Luftattentat. Okay. Auf was? Wow. Sehr erfolgreich, würde ich sagen. Dein Schwert, ich nehme mir dein Herz und deine Reichtümer. Stimmt etwas nicht? Schneid dir das Kreuz aus. Du nimmst mir den Sieg nicht. Können die mich mal kurz killen? Kommt, Stiefelkreis. Oh ja, sehr erfolgreich. Danke. Ich wusste nicht, dass die alle respawnen. Dann können wir jetzt gleich einen Luftattentat machen und ist gut. Ein leichtes Ziel. So.
Ich wusste ja nicht, dass die alle respawnen. Er will das Relikt selbst behalten, wir es losgeben. Wir haben es ja nicht mal. Schön, ich weiß. Wie geht es auch, Schlüssel wenn wir den richtigen hier haben? Vielen Schlösser. Komm schon, suchen wir ihn. Anno, echt jetzt? Er will das Relikt selbst behalten, wir es losgeben. Wir haben es ja nicht mal. Schön, ich weiß. Wie geht es jetzt aus, wenn wir den richtigen haben? Eindringlinge müssen sterben! Oh, schon besser. Na bitte. Ja, ich würde es auch gerne wieder, ich würde sie gerne voll machen. Danke. So. Kann man hier mehrmals drauf drücken? Okay. Dann muss das doch eigentlich immer nur das Ding bedecken, oder? Also auf der gleichen Höhe sein wie das Symbol wahrscheinlich. Das einmal wahrscheinlich nur. Ja. Und hier ganz hoch. Ach, hier ist noch nicht hoch genug, oder was? Ah, und hier auch noch nicht. Der Geist! Es gibt ihn! Mir reicht's! Jetzt? Habt ihr das letzte Rätsel gelöst? Oder ist das oben jetzt das letzte Rätsel? Ach, das ist oben. Okay. Und dann kommen wir wieder rein. Okay, perfekt.
Schön, dass er immer baden geht. Okay, die sind wirklich alle abgehauen zum Glück. Das richtige Schlüsselloch finden. Ach, das ist schon da, gefunden für uns quasi. Das Schloss. Nun zum goldenen Schlüssel. Perfekt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich das DLC beenden. Ich bedanke mich und hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.